Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen JDM Tooltip. In diesem Video geht es um eines der wichtigsten Themen, wenn es ums Winterspinnfischen geht. Angelhandschuhe. Wie ein rotes Tuch verfolgt mich dieses Thema schon von Jahr zu Jahr und ich konnte bisher noch keine einzige befriedigende Lösung finden. Bis jetzt, Leute, bis jetzt. Vor circa einer Woche kam dieser geile Handschuh bei mir an und wurde natürlich direkt bei heftigsten Umständen, minus 4 Grad, eisiger Wind an der Elbe und null Windschutz. Also die Hände waren völlig dem Wind ausgesetzt, man stand nicht in irgendeinem Windschatten oder so. Und der Handschuh hielt wirklich richtig gut warm. Jetzt zeige ich euch erstmal, um welchen Handschuh es sich hier handelt. Und zwar geht es um den Majorcraft Titanium Glove. Steht hier auch extra dran, Winter Fishing Glove. Einziger Nachteil bei diesem Handschuh, bei Abrissen oder Köderwechseln muss man die Handschuhe leider ausziehen. Also zum Binden von Knoten und Öffnen von Mikrosnaps ist der Handschuh leider nicht geeignet. Bis Ende Oktober zum Beispiel habe ich noch den TI Glove von Megabass gefischt. Das ist der hier. Durch die offenen drei Fingerspitzen hier und dem dünnen Material hat man optimale Bewegungsfreiheit und Top-Bisserkennung. Da gehen die Bisse wirklich durch wie Butter, gerade auch weil der wichtigste Finger zur Bisserkennung, nämlich der Zeigefinger, frei ist und sowieso dieser Handschuh ein relativ dünnes Material hat. Das wiederum sind dann aber auch die Nachteile dieses Handschuhs. Dünneres Material als zum Beispiel der Titanium Glove von Majorcraft und drei offene Finger. Der Majorcraft Handschuh ist geschlossen, den zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal in vollster Breite. Das war jetzt nur mal eine Alternative, die ich auch bei der Recherche im Internet häufig gefunden habe. Der TI Glove von Megabass. Das Problem für mich an diesem Handschuh war dann aber, wenn das Thermometer wirklich gen 0 gefallen ist oder sogar unter 0, haben diese Handschuhe meines Erachtens nach gar nicht mehr performt. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu meinem eigentlichen Liebling, nämlich dem Majorcraft Titanium Glove in der geschlossenen Variante. Den packe ich jetzt mal aus. So sieht das gute Stück aus. Geschlossene Finger, ganz wichtig. Innen eine griffige Gummierung, die rutschfest ist. Ich habe den Handschuh natürlich schon eine Woche ausgiebig getestet, bei richtig kalten Temperaturen, von daher ich habe den nur noch mal hier eingepackt, um euch zu zeigen, wie das Ganze hier ankam. Mal so ein kleines Unboxing zu machen. Aber der sieht so aus. Ich habe ihn in der Größe LL bzw. XL und der passt perfekt. So sieht das Ganze angezogen aus. Sitzt nicht zu eng, sitzt nicht zu locker. Perfekt. Zur Größenangabe dieses Handschuhs muss ich eins sagen, die japanischen Größen fallen auf jeden Fall mindestens eine Nummer kleiner aus. Ich habe zum Beispiel jetzt in Deutschland normalerweise eine Handschuhgröße von einer L, habe mir aber jetzt eine XL gekauft für diese Majorcraft Handschuhe und das gleiche gilt auch für die Megabass Handschuhe zum Beispiel. Da habe ich mir mal eine Nummer größer gekauft, als ich sie hier in Deutschland oder im europäischen Bereich habe. Und die passen wirklich perfekt. Also wie angegossen, nicht zu eng, nicht zu locker, wunderbar. Anders war es jetzt bei den Megabass. Die habe ich auch in XL gekauft. Ähnliches Szenario. Ich dachte mir, wenn ich L trage, kaufe ich eine Nummer größer. Die waren in XL ein bisschen enger. Die sind ein Ticken lockerer, also eigentlich perfekt. Aber nur zur Größenorientierung, wenn ihr eine normale L tragt, dann kauft definitiv eine XL, also eine Nummer größer, das sollte ungefähr passen. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu meiner Handgröße, wenn ihr wirklich keinen Griff ins Klo landen wollt und euch hundertprozentig sicher sein wollt, dann schreibt mich mal an, dann messe ich auch mal meine Hand gerne aus und schicke euch die Daten, dann könnt ihr euch genau orientieren an meiner Handgröße und dann entsprechend eure Größe finden bei diesem Handschuh. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Megabass Handschuh. Den habe ich auch in der XL. Der ist ein Ticken kleiner. Ja, so viel dazu. Jetzt mal mein Fazit. Also, wie ihr eben gesehen habt, habe ich auch den Megabass TI Glove mit den abgeschnittenen Fingern. Der ist wunderbar geeignet zum Beispiel oder beziehungsweise im Allgemeinen. Handschuhe mit abgeschnittenen Fingern sind für mich wunderbar geeignet für den Herbst. Also ich sage extra für mich, weil jeder natürlich auch ein anderes Kälteempfinden hat. Mir war es dann zum Ende Oktober, Anfang September, wurde es mir mit den abgeschnittenen Fingern
schon ein wenig zu kalt. Deswegen hatte ich dann Ausschau gehalten nach einer geschlossenen Alternative. Ich hatte auch schon eine Alternative zu Hause, eine geschlossene, nämlich den Savage Gear Thermoglove. Der ist auch schön warm, aber auch schön starr und sperrig. Sprich, der ist, kann ihn auch mal anziehen. Der, würde ich sagen, hält von allen drei Handschuhen hier, wenn ich sie mal nebeneinander lege, am wärmsten, aber ist auch am gefühllosesten, sage ich mal. Also wenn man die Bewegungsfreiheit betrachtet und die Bisserkennung, müsste man das Ganze so auch sortieren. Der Megabass hat eine mega gute Bisserkennung und Bewegungsfreiheit durch die abgeschnittenen Finger hier. Der Thermoglove von Savage Gear hat eine gute Wärmeleistung und Schutz vor Wind und Kälte, ist auch wasserdicht, aber ist extrem sperrig und starr in der Handhabung. Also das Material ist sehr, sehr fest, was natürlich beim Landen von Stachelrittern sehr gut ist, aber die Bewegungsfreiheit und das Bissgefühl extrem einschränkt. So, ich kann den mal anziehen. Ich merke schon richtig, das Material hier, das ist richtig so ein, spürt man noch hier, so ein hartes, fokussiert das. Das ist hier richtig so ein hartes, festes Material. Das ist wirklich sehr robust, aber es schränkt einen in der Bewegung ein. Man merkt richtig, wenn man die Hand, wenn man eine Faust ballt, dass der Handschuh extrem viel Widerstand leistet beim Ballen. Wärmetechnisch ist das die Nummer 1 von allen, aber ich will ja auch so eine Art eierlegende Wollmilchsau haben. Also der Handschuh soll wärmen, aber nicht bewegungseinschränkend sein. Ich muss Bisse erkennen und so weiter und so fort. Deswegen kam ich hier auf meinen persönlichen Testsieger, den Majorcraft Titanium Glove in geschlossener Variante. Die beiden hier können gehen, zumindest aus meiner Sicht. Solltet ihr Fragen zu diesen beiden Modellen haben, Savage Gear und Megabass, dann lasst es mich über die Kommentare wissen. Ich fische ab jetzt nur noch den Majorcraft Titanium Glove. So sieht der Handschuh dann komplett angezogen aus. Ihr seht hier an dem Handschuh, der hat hier so dunkle Finger. Da habe ich eben gerade mal einen Wassertest gemacht, beziehungsweise ich habe es schon am Wasser getestet, aber um euch das mal zu zeigen, also ich habe das Waschbecken einfach mal voll mit Wasser laufen lassen und habe ein paar Mal so ein bisschen, so als wenn ich einen Fisch landen würde, ins Wasser gegriffen, also nur die Fingerspitzen, beziehungsweise die Finger haben das Wasser berührt und sind im Wasser eingetaucht. Und das habe ich ein paar Mal wiederholt gemacht. Beim ersten Mal hielten die Handschuhe noch dicht, beim zweiten, dritten Mal merkte ich dann schon, dass die Flüssigkeit dann auch durchsickert langsam und an den Händen oder an den Fingern ankommt. Das heißt, ich würde sagen, die Handschuhe sind spritzwasserfest. Das können die Handschuhe wunderbar abhalten. Aber wenn man wirklich die Hände ins Wasser taucht, beziehungsweise auch kann ja passieren bei einer Handlandung, dann, wenn man das mehrfach wiederholt, sickert das Wasser durch und die Finger darunter werden natürlich auch nass. Innen drin befindet sich die Titaniumbeschichtung, die dann entsprechend die Wärme im Handschuh hält. Die tut auch, was sie soll. Die Handschuhe sind innen drin sehr warm. Qualität und Verarbeitung des Handschuhs, muss ich ehrlich gestehen, super. Ich kann hier keine kaputten Nähte erkennen, nichts guckt raus, nichts ist aufgebröselt. Natürlich habe ich den Handschuh noch nicht lange. Das wird erstmal eine Weile dauern. Der Winter ist ja auch noch lang. Sollte ich da irgendwas bemerken, dann werde ich das natürlich nochmal ergänzend mit einem Video euch zeigen. Was ich mir vorstellen kann, was nicht ewig hält, ist diese Titaniumbeschichtung. Gerade wenn man immer häufig den Handschuh an- und auszieht, kann sicherlich gut sein, dass die dann irgendwann abbröselt. Aber ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, ist das ein Top-Handschuh, den ich nur empfehlen kann. Also, mein Testsieger in dieser Kategorie ist der Majorcraft Titanium Glove. Und warum? Das kann ich euch nochmal zusammenfassen. Also, dieser Handschuh, durch seine geschlossene Form sind die Hände perfekt geschützt vor Wind oder auch Wasser, Spritzwasser. Durch sein sehr elastisches Material ist der Handschuh extrem bewegungsfreudig und bietet einem ja ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Der Handschuh ist auch nicht sperrig und starr gebaut und im Vergleich zu dem Savage Gear Thermoglove noch relativ dünnhäutig. Das heißt, die Bisserkennung am Blank und auch an der Schnur sind auch noch sehr gut. Ich habe damit auf jeden Fall die Tox der Barsche und der Zander noch gespürt. Den Handschuh habe ich übrigens bei Nippon Tackle bekommen.
Ich packe euch die Links auch zu den Handschuhen in die Videobeschreibung, da könnt ihr die Handschuhe finden. Das war's auch erstmal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich kann euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser, warme Hände am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.